Na, könnt ihr schon erraten, was die Kombination sein soll? Ja, ich habe ja gestern dieses Fladenbrot gemacht und dann doch nicht gegessen, aber kein Problem. Wir schneiden es heute in der Mitte auf, schneiden Taschen rein und das wird einfach als Dönerbrot genutzt. Es ist jetzt natürlich nicht der oberklassische Döner und ich habe hier meinen Ayran, ne? Aber ich habe mir hier so Putenbrust gekauft und dann um noch einen Tag zurückzugehen. Ich habe ja hier noch diese tolle Frischkäse-Paprika-Creme. Und die eignet sich super, um so Pute einzulegen, weil das Dönerfleisch wird eigentlich auch in so einer Joghurt-Paprika-Masse eingelegt. Das Einzige, was wir hier jetzt noch machen müssen, ist, dass wir auf jeden Fall noch Knoblauch reintun, ein bisschen Chili-Flocken reintun und ein bisschen mehr Kumin. Und es einfach ein bisschen würzen. Jetzt schneiden wir erstmal die Putenstreifen ganz dünn auf und eine Zwiebel auf und dann marinieren wir. Vom Aufschneiden her legt sie einfach so überlappend und macht einfach so dünne Streifen runter. Es gibt auch die Variante, dass man so ein Fleisch mariniert und dann auf zwei Zwiebelhälften steckt und die in den Ofen stellt. Ich habe das mal probiert, mir ist alles runtergefallen, also werde ich es jetzt einfach marinieren und später einfach in der Pfanne herausbraten. Zwiebeln auch einfach nur in so, muss nicht exakt sein, so Streifchen schneiden. Eine Zwiebel reicht, die kommt mit in die Marinade. So, ich habe ja gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Knoblauch. Deswegen habe ich jetzt hier gerade mal zwei Knoblauchzehen mit reingepresst. So, und jetzt nutzen wir das als Marinade. Das kommt einfach großzügig oben drüber. Die Hälfte gerne übrig lassen, weil die können wir dann auch als Dönersoße verwenden. Auch hier muss dann auf jeden Fall nochmal Knoblauch dran und auf jeden Fall auch Zitronensaft. Ja, wieder meine Quetschi. Und dann manscht nicht drin rum, nehmt euch so eine Schüssel. Wichtig ist gut zu machen. Und dann schön durchschütteln. Wunderbar. Fertig mariniert. Das kommt jetzt im Kühlschrank bis heute Mittag, also so 4, 5 Stunden. Und dann kommt es in die Pfanne und dann machen wir alles weitere. Noch kurz zu der Soße. Ich presse hier eine Knoblauchzehe rein. Das reicht vollkommen. Und ich habe mir jetzt aus dem Garten, aus meinem Hochbeet, noch schnell ein bisschen Petersilie geholt und die klein gehackt. Das passt, finde ich, mit Döner einfach immer gut zusammen. Petersilie, Zitronensaft, Knoblauch. Und das kommt einfach auch wieder in den Kühlschrank und zieht auch einfach nochmal durch, bis was final verwenden. So, es ist Mittag. Das heißt, ich habe jetzt gerade das Fleisch aus dem Kühlschrank geholt. Das werden wir jetzt in der Pfanne anbraten. Brot ist ja schon fertig. Das Einzige, was man für Döner ja immer noch ein bisschen braucht, ist Kraut. Und ja, Buhu, ich kaufe abgepacktes, vorgeschnittenes Gemüse. Aber ich finde, in einen Döner gehört Weißkohl und meistens eigentlich auch Rotkohl rein und dann noch Salat. Und das ist so ein Kopf und für zwei Personen, ich kriege das niemals weg. Und ich habe schon versucht, das einzufrieren und dann nochmal zu machen. Aber das wird einfach nicht. Deswegen, ich nehme hier so eine Coleslaw-Mischung geholt. Das ist, glaube ich, einfach nur Weißkraut und Karotten. Und die mache ich einfach an mit bisschen Zitronensaft, bisschen Olivenöl und Salz, Pfeffer. Mehr braucht es, glaube ich, nicht. Genau, also die Pfanne lasse ich jetzt mal heizen. Das heißt, wir machen hier in die Mischung jetzt einfach ein bisschen von dem Zitronensaft rein. Bisschen Olivenöl. Mehr ist es ja nicht. So, dann das Fleisch.
schön durchgezogen. Ich gebe einfach alles rein. So. Mir ist aufgefallen, ich habe ja heute Morgen gesagt, in die Marinade tun wir ein bisschen extra Kumin, also Kreuzkümmel rein. Und habe ich es gemacht? Nein, natürlich nicht. Aber das Gute an Kreuzkümmel ist ja das, der schmeckt so stark hervor, der muss nicht mit in die Marinade. Das können wir jetzt auch einfach im Nachgang hier noch mit in die Pfanne tun. Und dann riecht er gleich diesen typischen Geruch. Und Chiliflocken werde ich auch noch ein paar mit rein tun. Und die kann man ja dann nach Geschmack auch immer noch auf den Döner frisch rauf tun. Genau. Also, das Fleisch gut durchbraten, also wirklich sehr stark, soll viele Röste rum haben, also schon fast ein bisschen zu dunkel sein. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und danach schauen wir uns noch an, was machen wir mit dem Brot, wie belegt man es und Konsort. So, zum Thema Brot. Ich habe hier so eine Art Kontaktgrill mit Rillen. Ich werde das Brot aufschneiden und werde es da zum Aufwärmen reinlegen, damit es außen schön knusprig wird. Wer das nicht hat, ist auch kein Problem. Dann das Brot einfach in die Pfanne von beiden Seiten, weil wir wollen ja, wenn wir einen Döner halten, dass das Brot innen fluffig ist und außen schön knusprig. Kleiner Tipp, Brot von gestern kann ja auch über Nacht ein bisschen hart werden. 2 Minuten in die Mikrowelle, dann ist es wieder super weich. Und dann einfach einschlagen, bis er es benutzt. Warum mache ich das? Ihr kennt den Effekt bestimmt von kalter Pizza. So einige habt ihr dann schon mal versucht, in der Mikrowelle aufzuwärmen und da habt ihr irgendein lappriges, ekliges Ding. Aber genau das wollen wir da. Das heißt, es wird das Brot wieder ein bisschen aufweichen, weil danach wird es ja hier eh nochmal von außen geröstet. So, bisschen unten den Belag abschaben, weil der wird brennt immer ein bisschen an, aber das macht gar nichts. So soll es aussehen. Schön dunkel. Kehrt auf. Und nochmal ein bisschen auf dem kurz nochmal auf der Platte stehen lassen. Dann kümmern wir uns jetzt ums Brot. So, beim Brot. Ich habe ja gesagt, wir schneiden es einfach auf. Und zwei Teile. Und dann schneiden wir so eine Tasche rein. Ja, da können wir dann schön dünner füllen. Aber wie gesagt, erstmal hier rein und von außen ein bisschen anrüsten. Und das mit der anderen Seite natürlich auch. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie wir vorgehen. Ein bisschen aufdrücken das Brot. Wenn ihr es von den Seiten so ein bisschen drückt, bleibt es auch offen. Ja, so. So, ich mache unten als erstes die Olivencreme rein, die ich ja vor 2 Tagen gemacht habe, weil die ist ja auch mit Schafskäse und so und ich liebe Schafskäse auf Döner. Das kann man natürlich weglassen, aber ich meine, es ist ja schade drum. Ich habe die ja gemacht und sie ist noch nicht leer, also warum sollen wir sie nicht verwenden? Viel hilft viel. So, gut. Dann machen wir weiter mit Fleisch. So. Und das kommt jetzt erst nochmal in dieses Toast-Dings und danach machen wir es nochmal auf und dann kommt der Salat rein und die Soße. So, jetzt habe ich ja gesagt, kommt noch der Salat. Man kann natürlich auch Tomate und Gurke und sowas mit reintun. Aber weder ich noch mein Mann mögen Tomate. Und von daher können wir es ja, wenn man schon selber macht, getrost weglassen. Genau. Und dann einfach schön diese Soße hier überall rein. Bisschen reindrücken. So.
Und so sieht's dann aus, wenn's fertig ist. Na guten.